Wow! Nein! Ja! Ja, läuft alles. Ja. Das ist meine Mama. Hast du das schnell gesehen? Folgt mir mal ganz kurz in die Richtung beide. Lange, lange ist es her. Sehr lange. Da haben wir ein Pärchen gespielt, oder? Richtig, da haben wir ein Pärchen gespielt. Das ist schon lange her. Ich glaube, es ist Synchro. Hättet ihr Bock auf Synchro? Mhm. Ja. Wenn du an deine Kindheit so denkst. Kindheit, ja. Ich habe nur Medien konsumiert. Meine Eltern haben mich mit dem Fernseher erzogen. Was hast du am liebsten geguckt? Teletubbies. Direkt. Alle Barbie-Filme. SpongeBob. Zoe 101, Drake und Josh, 100%. iCarly. Ja, aber auch nicht. Alles. Alles. Warst du schon mal bei Synchro? Nein. Dann wird es heute das erste Mal sein für dich. Yeah. Und zwar haben wir uns heute konzentriert auf Nickelodeon. Ja. Nickelodeon und Togo. Ey, Walla, da gewinne ich. Das kann ich. Okay. Ich sterbe, wenn heute jemand von Avatar kommt. Ich mein's ernst. Wir haben heute 7 Personen da. Ich errate sie alle. Alle, safe. 100%. 100%. Gar kein Zweifel. Gar kein Zweifel. Gib mir die Kopfhörer. Let's go! Hallo Leute. Aber warum fehlt dort eine Person? Mal gucken, warum. Okay. Hey, Augen zu mir. Wisst ihr, das war so. Ich habe als unterschätztes Helferlein angefangen, wobei ich versucht habe, die bescheuerten Pläne anderer erfolgreich umzusetzen. Aber mit Hilfe eines durch die Zeit reisenden Affengötzen habe ich gewissermaßen meine Solokarriere gestartet. Und es hat funktioniert. Daher gehört die Welt jetzt mir. Und ihr dürft nur darauf leben. Zurück an die Arbeit. Ich kenne doch sie. Dann sag. Ich weiß. Ich weiß es nicht. Ich errate sie alle. Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich die Stimme sehr gut kenne. Also die Stimme ist so bekannt, dass ich sie schon 100 Mal gehört habe. Ich auch. Ich glaube, dass sie tatsächlich ganz viele Rollen spielt. Hm. Ich dachte kurz Shigo, aber warum dachtest du das? Also es hat sich angehört wie eine Antagonistin so und Shigo ist auch so ein Bösewicht. Mhm. Dieses Zurück an die Arbeit, das hat irgendwie was ausgelöst. So. Wollt ihr eine zweite Line? Sehr gern. Ja. Ihr seid in seine Maschine geraten und ihr seid vertauscht worden? Oh, das ist ja einfach unbezahlbar. Los, sag du auch mal was. Na komm schon. Es ist doch nicht wahr. Es kann doch nicht sein. Ich komme nicht drauf. Ich rate jeden durch gerade. Wirklich jede Zeichentrickfigur, die ich kenne, aber. It's nothing is working here, you know? Also diese Figur hat schwarze Haare. Jetzt ist es Kim Possible hier. Shigo! Das ist Shigo? Es ist Shigo, es ist Shigo. Shigo! Is it Shigo? Shigo, das ist Shigo! Ich bin mir 100% sicher. Was sagt deine Partnerin? Partnerin? Partner, wenn du das sagst, schneidet's einfach so, als ob ich sofort Shigo sage. Also, ich weiß warum. Ich möchte eine echte Fee werden. Erfolgreich, blendend schön, wahnsinnig mächtig und von allen bewundert. Natürlich will ich auch haufenweise Gutes tun. Ich will zum Beispiel Menschen glücklich machen und zerstrittene Liebende wieder zusammenbringen. Allen voran meine Eltern. Okay, das ist ein Tipp. Meine Eltern sind getrennt, okay. Eine Fee? Sie will eine Fee werden. Oder ist sie vielleicht schon eine Fee? Oder und sie will die Stärkste werden? Ah! Also bei Feen habe ich gerade an Winx Club gedacht. Sie ist ja ein Winx. Das hat geknackt. Ich habe auch an Winx gedacht, aber wer soll es sein? Wer hat getrennte Eltern? Scheidungskind? Ich weiß nicht. Da gibt's so eine Rothaarige. Ich könnte jetzt ihren Namen nicht sagen, aber... Wie heißen die? Blue? Bloom, Stella. Stella habe ich geliebt, ja. Stella. Bei mir... Da gibt's doch eine Blonde. Es könnte auch die Blonde sein. Wir sind die Heldinnen der Galaxie. Dass wir die Wassersterne aus dem Goldenen Königreich geholt haben, ist wirklich gigantisch. Beim ersten Satz habe ich Flora gedacht. Ich erinnere mich nicht, dass die so krass euphorisch und, weißt du? Ja. Ich nehme die mit den blonden Haaren. Stella? Schaut mal, Stella. Oh, eine männliche Stimme. Ich bin gespannt. Hi. Hallo. Hallo. Ein typischer Samstagnachmittag.
Ihr seid im Einkaufszentrum und plötzlich kriecht ein Typ in Unterhosen auf euch zu und schreit nach einer Toilette. Ganz schön schräg. Stellt euch mal vor, ihr wärt dieser Typ. Mal ganz ehrlich, Leute, ich hatte ganz bestimmt nicht vor, literweise Taubensaft zu trinken, meine Hose zu verlieren und kriechend nach einer Toilette zu suchen. Aber ich will ja nicht vorgreifen. Typisch Andy, Punkt. Wir haben's. Typisch Andy. Typisch Andy. Wow. Oh, wo ist das? Erzählerstimme? Ja. Sprichst du auch Ashton Kutcher? Ja. Wie gut. Und Franco. Ja. Ja, aber wen sprichst du als Zeichentrickserie? Ist das typisch Andy? Wow, 100%. Meinst du? 100%. 100%, stark. Aber der fängt da immer an, irgendwas zu erzählen. Der macht auch immer nur Faxen und irgendein Spray. Das klingt so nach ihm. Ich fühle mich gerade wieder wie 6 oder so. Oh nein, die guten Zeiten kommen gerade wieder zurück. Typisch Andy, typisch Andy. Ja, klar, da brauche ich nichts mehr hören. Coole Schuhe. Mir ist bewusst geworden, dass wir eine ganze Menge von unseren Ahnen lernen sollten. Trotzdem müssen wir unseren eigenen Weg gehen. Und genau aus diesem Grund habe ich beschlossen, die Tore offen zu lassen. Also ich dachte jetzt irgendwie bei den Tore offen lassen an Anna von Frozen, aber es kann ja nicht sein. Wir sind ja hier nicht bei Disney, ne? Bei Disney, nein. Ich weiß wieder, wen sie woanders spricht, aber ich weiß nicht. Wen spricht denn woanders? Hast du schon mal American Horror Story gesprochen? Darf ich das sagen? Natürlich hast du. Warte, oh mein Gott, welche Tore wurden offen gelassen? Wir müssen von unseren Ahnen lernen. Ist das Korra? Das ist Korra! Korra? Das ist Korra! Geisterwelt? Was soll das denn sein? Geisterwelt? Mona, der Vampir? Nee. Ich wollte sie um Hilfe bitten, aber es klappt nicht. Sie sind verschwunden und ich bin ganz allein. Ist alles verloren, weil ich die Tore zur Geisterwelt offen gelassen habe? Ja. Es macht mir Angst. Ich habe die Macht und all diese Menschen verlassen sich auf mich. Aber meistens weiß ich gar nicht, was ich gerade tun soll. Ich habe das Gefühl, ich müsste weiser sein. Ja, Korra. Mein Herz. Das musst du wirklich. Das Korra, weil sie hat die Tore zur... Das sind die Tore zur Geisterwelt. Ich sterbe gerade. Es ist gerade... Krass. Maybe Avatar. Mhm. Die Schwester. Die Schwester? Ja. Du weißt es. Korra. Sie ist Korra. Ich lasse die Tore offen. Da hätte man es eigentlich schon wissen. Sie hat die Tore offen gelassen zur Geisterwelt zum ersten Mal. Und dann haben Geister und Menschen zusammengelebt. Lief aber nicht so gut, leider. Und wahrscheinlich hätte sie weiser sein müssen. Fertig. Thema zu, Korra. Das ist der Wirkstoff, der dazu führt, dass junge Mädchen mögen. Wenn ein Junge das Zeug einatmet, verliebt er sich in das erste Mädchen, das er sieht. Buttercup. Checkst du? Checkst du? Das kommt mir sehr bekannt vor, aber der Kontext. Ich sag euch, was einleuchtend ist. Sie sind ein alter Bootjockey mit einem verwässerten Gehirn und ich sag Ihnen noch was. Diese Reise ist vorbei. Es sei denn, mir kann in den nächsten 10 Sekunden jemand erklären, wie dieses riesige Reptilienmonster in einem künstlichen Süßwasser-Ökosystem existieren kann. Dieses Growl in der Stimme, das ist crazy. Das ist Tina Turner. Left a good job in a city. Jetzt kommt mir, also die Stimme hat jetzt Klick gemacht, aber I don't know. Klingt frech, die Stimme. Ja, die ist frech, die ist frech. Ja, aber wer ist denn frech? Jimmy Neutron. Ja? Ja. Wir haben euch eiskalt in den Boden gestampft. Diese schlimme Schmach werdet ihr bis ans Ende eurer Tage nicht mehr vergessen. Das hat echt Spaß gemacht. Ist das Toff? Momo? Momo? Also die Stimme kenne ich 100%, die ist auch drin, aber... Ich glaube, das ist die böse Schwester von Zuko. Azula! Oh mein Gott, das ist Azula! Ich weine gleich, das ist Azula. Ist das Toff? Das ist Azula, streng doch mal dein Hirn an! Ich weiß sogar, glaube ich, die Szene, ja. Okay, wollt ihr noch eine zweite Line dazu hören? Bitte. Gut, meinetwegen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, da werde ich gnädig sein. Du bist verbannt. Verlasse diesen Palast auf der Stelle. Was glotzt ihr mich so an? Ich habe 2 Füße, die noch gewaschen werden müssen. Und wascht auch gründlich zwischen den Zähnen. Ich will mir den ersten Tag als Feuerlord nicht durch schlechte Fußhygiene verderben lassen.
normal, dass sie das nicht will. Safe, Azula. Und das hat sie zu ihren Omas oder so gesagt, die gerade ihre Füße so... Ich will direkt die Füße waschen. Bitte nicht. Einen kleinen Hint gab's da gerade. Ja, der Feuerlord. Mhm. Der Feuerlord. Feuerlord. Ich habe... Weiß nicht. Ich weiß es nicht. Sorry, ich weiß es nicht. Das ist die Folge Zosins Komet, ich glaube Teil 1. Mhm. Da, wo die im Palast sind und sie gerade an einem Kirschkern fast erstickt ist. Wie oft hast du Avatar geguckt? Einmal zu oft. Also ich gucke das mindestens 3-4 Mal im Jahr. Nein. Hm. Also ständig. Ich muss. Einfach Azula spricht mit mir. Das ist klar. So, jetzt dreht euch mal bitte in die Richtung um. Da in die Richtung, genau. SpongeBob. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für uns, dich und mich. N steht für endlich, haben wir mal Spaß, ganz friedlich und freundschaftlich. Das ist doch der Spongy. Hi. Hallo SpongeBob. Ich will dich umarmen. Hallo. Danke. Oh mein Gott. Danke. Wirklich, einfach danke. Was sagen wir jetzt? Das ist SpongeBob. Ein Kunde hat eine mittlere Cola bestellt und ich hab ihm eine große gegeben. Eine große Cola. Ich hab den guten Namen der großen Krabbe beschmutzt. Seife. Was ist Seife? Ich mach heute Party. Machst du heute Party, Deria? Ich mach heute Party. Machst du heute Party, Momo? SpongeBob said my name, ja. Wirklich, ich habe mit 9, das weiß ich noch, bei den Nachbarn das erste Mal SpongeBob geguckt. Das ist jetzt 21 Jahre her und seitdem war ich so obsessed damit. Es ist unfassbar. Dankeschön. Ich weiß nicht, was das ist. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön ist nicht genug. Bis gleich. Emotionale Achterfahrt hier so. Seid ihr gerade aufnahmefähig? Ich bin gerade aufgelöst. Mein Name ist Katrin Fröhlich und ich bin Shigo. Momo. Natürlich. Sprichst du noch so irgendeine Lehrerin oder so? Ja, ich habe mal eine Lehrerin gesprochen. Also Cameron Diaz. Ich wollte gerade sagen, Bad Teacher. Ja? Ich habe es gerade rausgehört. Anscheinend im November kommt ihr neuer Film raus. Sprichst du für sie? Ich wurde noch nicht gefragt. Man weiß ja nie. Nein, doch, wahrscheinlich. Ich gehe schon davon aus, sonst wandere ich aus. Ja, normal. Ich komm mit. Wen sprichst du noch? Oleg, er hat mich betrogen. Ich bin so sauer. Ich muss was zerstören. Aber alles oben in meiner Wohnung ist einfach viel zu schön. Also mach deine Liste, Mädchen. Ah, oh, jetzt geht es mir besser. Ehrlich, okay, gut. Du sprichst die auch? Zum Beispiel in den unglaublichen Elastigirl. Die Mama. Die Mama. Stimmt. Genau. Sie ist auch die Stimme von Corby. Corby. Den Blonden. Den habe ich ja so gesprochen. Ich will unbedingt zur Marine. Mensch, Raffi, da kann man doch nicht den Zoo da jetzt rausholen. Ich bin Hammer. Wirklich Hammer. So cool. Macht die Animation mehr Spaß oder? Das kann ich nicht sagen, weil mir geht es immer um die Rollen. Es ist ein Radiergummi oder ein Faxgerät. Dann letztendlich sind es auch nur Menschen. Wie hat mein Bruder so schön gesagt, man muss sich so eine Rolle anziehen wie ein Mantel und da reinschlüpfen und... Dzień dobry. Ich bin Vicky Kalajci und ich bin die Blonde. Aber wie heißt die Blonde? Ja, das ist es. Die Stella, genau. Stella. Klar hieß sie Stella. Das war auch tatsächlich meine erste Rolle, also die ich überhaupt... Freut mich, ich bin Momo. Ich freue mich auch sehr. Ihr seid so bezaubernd. Ich habe mich gerade so amüsiert und hatte echt Gänsehaut, wie ihr reagiert auf die Sprecher, auf die Rollen. Ganz toll, ganz schön. Ihr habt unsere Kindheit geprägt, ihr alle, mit euren Stimmen allein. Das ist schon... Das ist einem ja eigentlich meistens nicht so bewusst, ne? Dann hat man ja mal was Gutes getan, so ansatzweise. Ja. Ich muss sagen, sie hat eine einzigartige Stimmfarbe.
checkst du, dass wirklich eine wunderschöne Stimmfarbe, die du oh, hast. Oh, Momo. Stella. Ich liebe dich. Dankeschön. Hallo. Ich bin Marcel Collet und tatsächlich Andy. Hi, Andy. Typisch Andy. Typisch Andy. Das war ein Riesenerfolg, oder? Ja, also nicht, dass ich das damals bemerkt hätte. Tatsächlich erst so in den letzten Jahren immer mehr Zuspruch dazu bekommen. Ah, weil die Millennials die Kindheit vermissen. Ich hatte es auch gar nicht mehr auf dem Schirm. Also bis dann tatsächlich jetzt auch die Anfrage von den Datteltätern kam. Ja. Dass du Andy gesprochen hast? Ja, na, dass das für irgendjemanden interessant sein könnte. Ey, natürlich! Ich könnte den ganzen Intro-Song jetzt, hey, ich heiße Andy und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin der den König der Streiche nennt. Es fing ganz harmlos an, aber dann... War für mich kein geiler Rap. Und dann musste ich das aber so machen und ich fand es irgendwie nicht cool. Oh Mann, es war so cool. Machst du immer noch Synchro? Ja, ja. Hab nie was Vernünftiges gelernt und immer dabei geblieben. Du hast versucht, mich für dumm zu verkaufen. Ich dreh keine krummen Dinger mehr. Nicht mal für dich. Für niemanden. Komm morgen früh zu mir ins Büro und zwing mich ja nicht, dich zu holen. Und noch etwas, Baby. Das Hühnchen war zu trocken. Total staubtrocken. Das Hühnchen war zu trocken. Ich kenn das. Ich kenne die Stelle. Das ist dieser. Warte, sag nicht. Der mit dem Brillen. Ja! Wie heißt der? Fillmore. Sehr gut. Fillmore. An den konnte ich mich kaum erinnern, bis die damit kamen. Yo, 148369, der Mann aus Albuquerque. Was geht, Biatch? Sprich nach dem Ton. Breaking Bad. Ich bin der König hier und Könige sind wichtiger als Prinzen. King Bob. King Bob auch. Ey, Mann, wo ist mein Auto? Aus dem Film, ey, Mann, wo ist mein Auto? Ja, und den Typen habe ich dann auch ein bisschen öfter gesprochen. Aber nicht Ashton Kutcher? Doch. Ach ja, krass. Hey, du hattest ja viele coole Rollen, sag mal. Und das war alles Andy? Du bist der Beste. Sag sowas nicht. Toll. Ihr seid auch alle toll. Ich bin Luisa Wiczorek und ich habe in dem Fall Avatar Korra gesprochen. Ja, Korra. Ist die Schwester, ne? Ja. Ist es die Schwester? Nein? Sie ist der Avatar. Korra. Da waren wir uns sicher. Also du warst hier sehr sicher. Wirklich, es kann niemand anderes sein. Einfach Korra steht vor uns. Hallo. Sei ehrlich, warst du manchmal frustriert wegen Korra? Nee, ich fand das total schön, weil sie so, also sie wächst ja extrem in diese Rolle rein. Und diese Kämpfe, also ich kann es so nachvollziehen. Sie ist sehr menschlich geschrieben worden, also so richtig so mit allen Ecken und Kanten. Dimension. Ich liebe Korra. Modern Family vielleicht. Warte. Bei Modern Family. Hayley. Crazy. Mom. Mom, müssen wir das wirklich machen? Du fragst mich, ob ich getrunken habe. Ich sag nein. Und wir wissen beide, dass das nicht stimmt. Mama, wir gehen noch in die Wildnis. Mutter Erde wird uns nähren. Wir brauchen sein Essen nicht. Iki und Milo. Unsere Feinde sind die Teufel von der Insel, die den Frieden auf der Welt bedrohen. Natürlich. Attack on Titan. Wow. Ich bin 12 und habe ein Schwein. Willst du mich heiraten? 12? Gravity Falls. Mabel. Da habt ihr Buttercup gesagt von Powerpuff Girls. Ich bin Ilona Otto und meine Zitate waren aber nicht von Buttercup. Aber du bist Buttercup. Ja. Denk nach. Jimmy. Gedankenblitz. Jimmy Neutron. Nein. Was? Natürlich hast du das. War Jimmy Neutron. Opfer. Oh mein Gott. Was für ein Opfer. Wie alt warst du da? Na, wir haben angefangen vor 22 Jahren. Also war ich so ungefähr Anfang 20. Pi mal Daumen. Wie alt bist du? Das fragt man nicht. Mitte 40? Nein! Ich habe zum Beispiel bei Digimon TK gesprochen. Oh mein Gott. Das war immer ganz geil, weil ich dann in der U-Bahn saß und die Kiddies alle mit den Figuren gespielt haben. Und ich dachte immer so, ich bin das, aber ihr wisst es nicht. Wirst du mich jemals um ein Date bitten? Du flirtest mit mir, du tust so, als würdest du mich mögen. So, Vanessa, jetzt sind wir aber alle gespannt. Du hast es geguckt und sehr oft. Hab ich? Ja. Mom, bringst du mir von Luke einen Kaffee mit? Loving you the way I do. Du bist Rory von Gilmore Girls. Du sprichst Barbie?
Ja, also in den Zeichentrick-Animationsfilmen und Serien. Hm? Hallo, ich bin's, Barbie. Wollt ihr mit mir spielen? Diese Stimme war auch auf der Barbie-Webpage, wo es diese Spiele gab. Und wenn ihr das Spiel spielen wollt, dann müsst ihr auf der Fernbedienung diese Taste drücken. Und am besten fragt ihr vorher noch einen Erwachsenen um Hilfe. Wir sind hier umgeben von Helden. Aber ihr kennt auch einfach so krass viel. Ich denke die ganze Zeit so, ich habe wahrscheinlich nie Fernsehen geguckt, weil ihr kennt irgendwie alles. Wir waren auch mal draußen. Wart ihr auch in der Schule? Das auch. Ja, okay. Ich war mal krank. Und hat dann Jimmy Neutron geguckt. So, da hattet ihr, ach so, sorry. Oh, hallo, ich bin Yvonne Greizke und ich bin die Stimme von Prinzessin Azula. Hallo Yvonne. Hallo. Ist das die Schwester? Nee. Die Schwester ist... Ihr habt die Avatar geguckt, ja? Ja. 7, vielleicht 17, vielleicht 27 Mal. Ich weiß nicht. Ich habe so oft geguckt. Das ist übrigens ein sehr guter Freund von Momo, der vorhin da war. Makes sense. Wir sind unabhängig voneinander Fans. Ja, ist okay. Okay? Wirklich, danke. Du hast diese Psycho, diese Klatsche, die sie bekommen hat, am Ende so gut mit der Stimme. Also, wirklich stark, danke. Wirklich, danke, danke. Schön, freut mich, ja. Danke. Du siehst ganz verändert aus, aber gut verändert. Und dieser Palast ist atemberaubend schön. Anna! Yeah. Ja, oh cool! Oh, das ist ja krass. Hättest du gedacht, dass es so ein Erfolg wird? Nein. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich glaube, keiner hat es gedacht. Nee. Das war einfach, das ist wirklich der Film der Generation. Das ist, ja, das hat das König der Löwen der neuen Generation. Ja. Aber da wart ihr doch, wie alt wart ihr denn da? Ja, ich war da schon aus der Schule, glaube ich, ja, raus. Ja, deswegen. Aber ich habe es trotzdem geguckt. Trotzdem habe ich es geguckt. Ja. Ich kam halt ins Studio für die Sprachaufnahmen, da war der Gesang schon aufgenommen. Und sie haben mich gar nicht in Betracht gezogen. Und jeder, den ich halt treffe, fragt mich, warum hast du nicht gesungen? Warum hast du nicht gesungen? Ich war so, ja, voll schade. Ich hätte es voll gerne gesungen. Um ehrlich zu sein, ich fand die Gesangsstellen auch scheiße. Ja. Deswegen, also. Hat hier jemand Blumen gesagt? We don't talk about Bruno. Yes. Encanto. Die Schwester! Die Schwester! Ja, ja. Da haben wir es! Ich freue mich einfach so, wenn, oder wir alle freuen uns, glaube ich, wenn wir irgendwie hören, dass Sachen so, dass Menschen oder auch, dass ihr dafür so eine Leidenschaft habt, das ist total schön. Ja, und dass ihr einfach unsere Stimmen kennt, das ist, berührt mich auch voll. Ich finde es voll schön. Ja. Danke. Kann ich schon mal? Ja, bitte. Nicht schlimm. Dankeschön. Hammer. Hallo, ich stelle mich mal vor, Santiago Ziesmer, Schauspieler, Synchronsprecher und unter anderem die deutsche Synchronstimme von dem kleinen gelben Unterwasserschwamm. Wer wohnt denn nach einer das ganz tiefe Meer? Du bist ja so ein bisschen Michael Jackson, der Synchronsprecher. Muss ich jetzt tanzen? Ja. Oh, oh. Ist schon so krass, dass man auch weiß, wie du aussiehst und wer du bist. Also du bist einfach SpongeBob in Person. Hast du davon die Schnauze voll manchmal oder ist es dir so? Nein, ich finde es wunderbar, weil lange genug war ja unsere Arbeit das sogenannte Dunkelgewerbe. Man kannte die Stimmen, aber die Gesichter dazu nicht. Das hat sich jetzt dank Social Media auch geändert. Als ich bei dem Probecasting war und dann nach Hause kam und gefragt wurde, was hast du gesprochen, habe ich gleich, glaube ich, habe einen Käse gesprochen. Mit einer Menge Fantasie kann ich alles sein, was ich will. Seife, Seife, was ist Seife? Seife, Seife, was ist Seife? Algengrütze. Algengrütze. Das ist crazy, wirklich. Und welche Rollen sprichst du noch so? Ich werde dir mal beibringen, wie man geht, schleicht und redet und denkt wie ein Mann. Also, wir fangen mal mit dem Gang an. War ich das etwa? Warte. Hallo, Laura. Hallihallo, ihr Winslows. Steve Urkel. Natürlich. Stevie. Oh mein Gott. Ja. Was? In den Shrek-Filmen den kleinen Pfefferkuchenmann. Natürlich. Nein. Ah. Klar. Oder das kleine Ferkel aus Winnie Pooh. Ja. Piglet. Ja. Puhbär. Der Wald ist so dunkel. Und dann kommen die Heferlums. Oh. Du liebe Güte. Niemand kann stärker sein als ich, du Wurm. Niemand. Was, wie geht er? Oder? Wie geht er? Oh mein Gott. Abo. Schon ein bisschen länger her. Was? Vielen, vielen Dank. Dankeschön. 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 Okay.
Kann ich dich noch mal umarmen? Ja, ja. Ja. Dankeschön. An euch alle. Ihr seid wundervoll. Ich liebe euch alle. Ich liebe euch am meisten. Ich liebe euch einmal mehr. Aber du warst echt super. Ja? Total. Aber Jimmy Neutron war einfach aus meinem Gehirn raus. Ich habe so viel geguckt, Jimmy Neutron. Ich kann die Folgen sagen, bis heute. Ja. Momo, you did great. Ich habe doch gesagt 100%. Wir laufen noch. Oh. Wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut. Ich wollte früher selber immer Synchronsprecherin werden. Deswegen sind das schon so Helden für mich, weil das schon ziemlich cool ist, was sie alles mit ihrer Stimme machen können. Ich habe mich wieder gefühlt wie ein kleines Kind. Momo, du auch? So, die Vögel zwitschern, die Sonne geht gerade unter, ich sitze vor der Glotze und guck einfach so typisch Andy. Am coolsten fand ich irgendwie, glaube ich, typisch Andy. Wir versuchen dich immer wieder neu glücklich zu machen. Nee, geht nicht mehr. Ihr habt Azula und Korra und SpongeBob und Shigo. Pfefferkuchenmann. Azula, als sie den Call gegeben hat, dann dachte ich mir, ey, it's happening. Also, weißt du, du hast geschafft. Du hast geschafft heute. Danke dir. Danke. Hast du sehr gut gemacht. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Leute. Das war's im Prinzip auch schon. Ich danke euch. Danke. Achso, willst du mal? Enchantix, wow, Enchantix, magische Kräfte. Ich bin ihre Flügel. Gott, was ist das?